So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind heute im Hagebaumarkt unterwegs. Danny hat ein neuer Imbiss, nennen wir es mal, aufgemacht und hier gibt es jetzt auch bestimmte Burger. Hier gibt es zum Beispiel Hamburger, Cheeseburger, kennt man ja das ganze normale Angebot. Aber hier gibt es auch Crunchy Chicken Burger. Ihr kennt ja den normalen Chicken Burger, Crunchy. Müsste also dann mit so einer Knusperpanade sein, denke ich mir mal. Und da steht sogar Pulled Pork Chicken. Jetzt habe ich gedacht, das ist eine Kombination aus Pulled Pork, also Schwein, und Pulled Chicken, also Hühnchen, dass das gemischt ist. Aber bei der Bedienung wurde mir schon klar gemacht, dass ich bescheuert bin und keine Ahnung habe, weil das ist einfach Hähnchen. Da ist der Begriff Pork natürlich dann zu viel, weil eigentlich müsste das ja nur heißen dann Pulled Chicken. Weil Pulled Pork ist Schwein und Pulled Chicken ist Hühnchen. Wir haben jetzt trotzdem mal den Pulled Pork, was falsch ist, Chicken Burger genommen, eine Portion Pommes. Wollen wir mal gucken, wie das schmeckt, wie das aussieht. Ihr wisst ja, Burger muss man immer mitnehmen, muss man immer testen. So, eine Burger ist angekommen, den wollen wir uns jetzt natürlich mal anschauen, wie der ausschaut. Guckt euch das an. Da liegt das Fleisch noch daneben. Was eine Enttäuschung. Nee, war natürlich ein Scherz, das ist nur die Frikadelle für die Mama. Wir haben die Burger nämlich hier bekommen. Die sind richtig gut serviert, angerichtet. Das sieht richtig genial aus. Das zeigen wir mal da. Das ist also hier dieser Crunchy Chicken Burger. Der sieht sehr gesund aus, auch mit Tomaten Rucola drauf und eben diese Knusperpanade bei dem Chickenfleisch, gerade mit diesem Teller, also dieser Schale und dem Papier dazu, finde ich, macht das einen sehr guten Eindruck. Hier haben wir auch die Pommes in so einem Pappbecher serviert. Sieht auch genial aus. Wir probieren gleich mal eins. Die sind auf jeden Fall knusprig und salzig. Und das müsste dann also der Pulled Chicken sein. Nicht der Pulled Pork Chicken, sondern der Pulled Chicken. Mit gerupftem Hähnchenfleisch unten drunter. Da auch nochmal Gurke, alles drauf. Alles wunderbar. Das wollen wir gleich mal probieren. Und dann mal schauen, wie es schmeckt. Preislich hat sich das Ganze jetzt bei 3,95 oder so bewegt, glaube ich. Also ist ganz okay für so eine Burger. Wir sind natürlich noch gespannt, wie der schmeckt. Und werden auch mal ein Foto vorher machen für Facebook und für Instagram. Und meldet uns da wieder, wenn wir den probiert haben. So, als erstes probieren wir mal den Crunchy Chicken Burger. Drück mal hier mal zusammen. Vor allem die Pommes sind alle so klein. Und klein und handlich habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht aber niedlich aus. Man schmeckt auf jeden Fall deutlich den Rucola raus. Und auch diese cremige Soße ist ganz besonders. Schmeckt auf jeden Fall anders als normaler Hamburger. Finde ich gut. So, jetzt tauschen wir den mal aus und holen uns mal hier den Pulled Chicken, nicht den Pulled Pork Chicken, sondern den Pulled Chicken ran, beißen da auch mal rein. Die Pommes dürfen nicht fehlen. Und man merkt natürlich einen deutlichen Unterschied, denn der Crispy Chicken, der ist, sagen wir mal, der ist knusprig, aber der wirkt ein bisschen trocken innerlich, hat trotzdem einen guten Geschmack. Und wenn ihr den Pulled Chicken probiert, der ist richtig saftig. Und dann merkt ihr wirklich die Fleischfäden, wie die im Mund umherspringen. Also ich glaube, den Pulled Chicken, den würden mehr Leute essen als den anderen. Obwohl der es knusprig mag und noch ein bisschen sich draufpackt. Da ist ja auch Soße dabei. Bei dem Pulled sind auch Gurken mit dabei. Sind also auch andere Belege dabei, nicht nur anderes Fleisch. Ist auf jeden Fall ein Unterschied. Beide schmecken aber gut. Finde ich auch schön. Hier kann man auch gut sitzen. Wie ihr seht, sieht aus, als würde ich in der Sauna sein. Also wunderbar. Man kann sich auch raussetzen. Und geschmacklich top. Preislich ist das okay.
passt. Da werden wir bestimmt öfters mal essen, vielleicht auch mal die Pizza probieren oder irgendwas. Jetzt muss ich mir aber die Pommes hier mal reinschlingen und die Burger, damit es nicht alles kalt wird. Also wenn ihr mal in der Nähe seid und im Hagebaumarkt, geht mal her, probiert mal hier die Burger im Kiosk und freut euch schon auf die nächste Folge, wenn wir wieder irgendwas testen. Ich habe noch so viele Sachen und Ideen, aber ich komme immer nicht dazu durch die ganzen Pokémon-Videos. Aber wir gehen natürlich weiter auf Reisen und suchen immer die besten Burger, die besten Pizzen, das beste Essen der Welt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.